Hallo zusammen, heute quatschen wir mal ein bisschen über Fingernägel, genau genommen über meine Fingernägel. Und meine Haarpracht hier ist wieder mein reingeklipster Zopf, also nicht wundern, die sind nicht über Nacht plötzlich gewachsen. Ich bekomme sehr viele Anfragen zu meinen Fingernägeln. Zum einen, wie pflegst du sie, welche Farbe hast du auf den Nägeln, aber auch, wie bekommst du sie so lang oder was machst du, dass deine Nägel möglichst hart sind. Und heute, ihr habt es schon im Titel gelesen, gibt es die eiskalte, knallharte Wahrheit zu dem Thema. Ich hatte mich schon des Öfteren in einem Video dazu geäußert, habe das auch mal in meine Favoriten gepackt, habe so ein bisschen so eine kleine Nagelroutine erklärt und auch die Farben dazu erklärt und gezeigt. Und es gibt auch schon ein, zwei Nagelvideos hier auf meinem Kanal, wie ich das normalerweise mache, aber das ist jetzt halt eben ganz aktuell und ich möchte so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was machst du, damit deine Nägel so schön hart sind? Ich sag euch jetzt mal ganz ehrlich, es ist einfach ein Geschenk, dass ich so harte Nägel habe. Ich habe schon immer knallharte Fingernägel gehabt. Mein Daumennagel, habe ich auch schon mal scherzhaft in einem Video gesagt, ist so hart und auch alle anderen, dass ich damit ein Paket aufschlitzen kann. Die sind von Natur aus so. Und ich glaube oder ich bin fest davon überzeugt, dass das bei den meisten Menschen so ist. Schaut euch die Fingernägel eurer Eltern an, eurer Großeltern, wenn schon immer das Problem da war, dass die Nägel fein sind, rissig sind, dünn sind und ihr habt es geerbt, da kann man nicht viel machen. Ich habe in der Vergangenheit des Öfteren auch von diesem Produkt hier gesprochen. Das ist von Microcell 2000. Das ist ein Nagelhärter, den man sich unter den Lack geben kann oder auch einzeln auftragen kann zur Stärkung des Nagels. Ich benutze den, damit meine Fingernägel noch ein bisschen widerstandsfähiger sind und noch ein bisschen härter sind. Und dafür finde ich den gut. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass das funktioniert bei meinen ohnehin schon harten Nägeln, dass sie noch ein bisschen härter werden und noch ein bisschen mehr aushalten, nicht so schnell abbrechen beispielsweise. Ich weiß aber nicht, ob dieses Produkt wirklich funktioniert für dünne, rissige oder splissige Nägel, die vorne so abblättern. Ich habe das auch schon mehrfach empfohlen einer Freundin von mir, die ist ganz zufrieden, die hat so dünne Nägel, meiner Schwiegermutter ebenfalls. Sie sagt, ja, das ist okay. Aber so richtig weggehen diese Rillen und dieses Feine halt eben nicht. Das ist nur eine leichte Unterstützung dafür. Und deswegen empfehle ich das auch immer noch gerne weiter. Das ist hier diese blaue Version, blau-grün schimmert die, die gibt es im DM zu kaufen. Ist auch nicht ganz günstig, 6,85 € oder so kostet die, glaube ich. Ich benutze das nicht immer als Unterlack, aber immer wieder und immer wieder gerne. Das ist jetzt schon mein viertes oder fünftes Fläschchen, was ich nachgekauft habe. Und zu den Farben, da habe ich speziell in den letzten Monaten sehr gerne so helle Farben getragen, wie ich das heute auch tue. Das sind meistens diese drei Farben hier gewesen. Die sind jetzt alle drei von Sally Hansen, das ist aber Zufall. Und zwar habe ich hier einmal die Farbe 160, Shall We Dance, der ist schon ganz lange im Sortiment. Der ist so ein bisschen weißlich, aber eher so beige, aber ganz, ganz hell. Dann habe ich die Farbe 340, Sweet Talker, der ist etwas neuer, meine ich. Der ist ein bisschen kräftiger von der Farbe her, aber immer noch so leicht durchsichtig, nude, weißlich so. Und dann trage ich super gerne diesen hier. Das ist ein rosafarbener ebenfalls von Sally Hansen. 220 Rosy Quartz heißt diese Farbe. Und das ist auch der, den ich heute aufgetragen habe. Also im ersten Schritt gerne als Unterlack diesen Microcell 2000, aber nicht immer. Ich trage mir auch manchmal einfach nur den Lack als erstes auf in einer Schicht. All diese Lacke hier, die ich euch zeige, sind sehr schier. Das heißt, sie sind nicht deckend in einer Schicht. Da schimmert immer noch der Nagel so ein bisschen durch. Und das ist das, was ich mag, was das so schön macht. Aber diese Lacke alleine wirken nicht so schön, sondern ich habe jetzt einen neuen Trick. Das ist eigentlich ein alter Trick. Ich hatte dieses Produkt schon vor einigen Jahren mal und meine Mama benutzt es regelmäßig. Das ist ein Nail Whitener von Art Deco. Der sieht so aus, der ist so lila in der Flasche und super flüssig. Den gebe ich mir gerne über den Lack auf. Das heißt, der ist so dünnflüssig, das geht total schnell. Da macht man so zack, zack, zack. Einmal Mitte, einmal rechts, einmal links. Dann sitzt der und der hält das Ganze noch auf. Ich hoffe, ihr könnt es an dieser Nahaufnahme jetzt erkennen. Ich habe also die einen Finger, die jetzt wackeln, mit diesem Nail Whitener überlackiert und die andere Seite noch nicht. Ich glaube, man sieht speziell an den weißen Spitzen, dass es viel, viel heller scheint und ein bisschen weißlicher aussieht. Und ich finde den sehr gut. Ich habe schon diverse andere Nail Whitener ausprobiert, von günstigen Firmen aus der Drogerie, von P2, von Essence und so weiter. Die machen aber alle nicht das, was der hier macht. Es ist nur eine feine Nuance, aber man sieht sie und ich mag das super, super gerne. Und ja, deswegen gefällt er mir so gut. Was ich noch immer mache, ist diese Essence Drops benutzen. Die heißen Express Dry Drops. Die tropfe ich mir nach dem Lackiervorgang auf jeden einzelnen Nagel.
Seht ihr hier auch, das pflegt zum einen die Nagelhaut schon mal so ein bisschen und sorgt dafür, dass der Lack schneller trocknet. Die benutze ich immer noch, die habe ich schon 8 oder 12 Mal nachgekauft. Ich weiß nicht wie oft, immer wenn die leer sind, kaufe ich ein neues Fläschchen davon, weil ich die so unglaublich toll finde. Das liegt daran, es gibt natürlich auch Lacke, es gibt auch Spray, mit dem man das machen kann. Das funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Ich finde, durch diese Drops trocknet es wirklich schneller und ich mag halt eben, dass es gleichzeitig die Nagelhaut so ein bisschen mitpflegt schon mal. Es gibt einen weiteren Lack und das war eine Empfehlung von einer lieben Zuschauerin. Vielen Dank dafür an der Stelle. Das ist dieser hier von Rival de Loop. Das ist ein Gel Nail Color, so heißt der. Ich habe hier die Farbe 08, so ein dunkles Rot. Das habe ich im Rossmann gekauft, auf die Empfehlung hin und ich mag den super gerne. Ich trage den aktuell auf meinen Füßen und der hält wirklich, ich weiß nicht, 3 Wochen oder so. Ich habe den auch schon auf den Fingernägeln getragen, da mochte ich den auch sehr gerne. Also das ist so ein günstiges Produkt, was ich super toll finde, was ich auch empfehlen kann. Leider haben die nicht so eine tolle Farbauswahl oder nicht so viele Farben. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Deswegen, dieses dunkle Rot ist aber wirklich sehr schön und sieht auch sehr edel aus auf den Fingernägeln. Jetzt muss ich mal sagen, so toll sind meine Fingernägel gar nicht. Das sieht vielleicht immer so aus. Ich achte sehr darauf, dass meine Hände immer gepflegt sind. Ich achte sehr darauf, dass die Nagelhaut immer gepflegt ist. Manchmal gelingt mir das aber auch nicht. Dann sieht die furchtbar aus, die Nagelhaut. Und dann komme ich ein paar Tage nicht dazu. Dann ärgert mich das. Dann knibbel ich dran rum. Es ist nicht immer alles so super picobello bei mir. Und auch meine Nägel sind durch das viele Lackieren gelblich. Wenn ich die nicht lackiere, sind die gelblich. Ich habe mal gehört, das soll mit Zitronenwasser oder mit Zitronensaft soll das gut weggehen. Ich glaube, ich habe das sogar mal irgendwann ausprobiert. Das hat bei mir nicht so richtig funktioniert. Vielleicht kennt ihr ja noch einen Tipp, den ihr an mich weitergeben könnt. Und ich bin sehr faul im Hände eincremen. Das ärgert mich manchmal. Ich weiß, dass ich meine Hände gerade in meinem Alter viel, viel häufiger eincremen müsste. Sie sind ständig mit Wasser in Berührung. Sie sind ständig draußen. Man hat natürlich so leichte Fältchen schon und ich habe mir jetzt für den Herbst-Winter wieder eine Handcreme ins Auto gelegt. Denn wenn ich sie in der Handtasche mit mir rumschleppe, hole ich sie nie raus, weil damit bin ich ja unterwegs und so. Aber im Auto habe ich jetzt die Hoffnung und ich habe es auch schon ein paar Mal gemacht, dann hole ich mir dieses Tübchen raus und creme meine Hände ein und fahre dann los. Oder wenn ich angekommen bin, creme ich sie mir ein und gehe dann rein, da wo ich halt hin wollte. Und das funktioniert. Und ansonsten benutze ich ganz gerne so Nagelhaut. Pflegecreme. Es gibt auch so ein Öl von P2. Ich weiß gar nicht, ob es das noch im Sortiment gibt. Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Müsste ich mal nachgucken. Also ich habe das immer noch in Verwendung auf jeden Fall. Da braucht man ja nicht viel von. Und das finde ich halt eben sehr wichtig für einen gepflegten Nagel, dass man den ab und zu mal eincremt, die Nagelhaut gepflegt ist und einfach mal so einen hellen oder durchsichtigen Lack drüber gibt. Wenn der Lack getrocknet ist, so wie jetzt, mache ich es meistens so, dass ich den richtig gut durchtrocknen lasse oder auch erst am nächsten Tag einen Topcoat drüber gebe. Und da mag ich den hier sehr gerne. Der ist jetzt auch wieder von Sally Hansen. Das ist ein Gel Topcoat. Miracle Gel Topcoat. Den mag ich gerne, weil der nochmal so eine dickere Schicht über den Nagel gibt. Der ist halt durchsichtig, klar, aber der ist irgendwie so ein bisschen dicker. So, der braucht auch ein bisschen länger, bis der getrocknet ist. Das mache ich dann meistens erst so im zweiten Schritt. Ich hatte heute nicht so viel Zeit, mich so ausgiebig um meine Nägel zu kümmern. Aber ich finde, es ist dennoch sehr schön geworden. Aber ich wollte ja dieses Video hier noch für euch drehen. Und das ist im Grunde meine Nagelroutine. Und das ist die ganze Wahrheit über Nägel. Weil ich kann euch im Grunde genommen nicht so viele Tipps mitgeben. Wie kriegt ihr sie lang? Wie kriegt ihr sie hart? Es ist so ein bisschen Veranlagung einfach. Und ich glaube fest daran, dass es eben Menschen gibt, die leider nicht mit so starken Nägeln gesegnet sind und die niemals so lang bekommen werden. Ich kann die also tragen, wie ich möchte. Wenn ich sie länger wachsen lassen will, dann mache ich das. Ich feile sehr gerne mit diesen Ebelin-Feilen mit diesen dicken, gibt es auch im DM. Dann feile ich die nur so ein bisschen am Rand und so ganz leicht vorne und dann lasse ich sie halt wachsen. So hatte ich das auch jetzt in den letzten Wochen und Monaten immer gerne über den Sommer, weil ich das einfach schön fand. Aber jetzt sind sie wieder ein bisschen gestutzt. Mir ist jetzt hier auch tatsächlich ein Nagel abgebrochen. Das passiert allerdings nur, wenn ich wirklich böswillig irgendwo vorstoße oder irgendwas aufknibbele und dann macht es knack und dann geht so eine ganze Ecke ab und dann muss ich den halt kürzen. Das war dieser Finger hier, dieser Zeigefinger. Dann muss ich den kürzen und dann kürze ich halt alle direkt mal mit, damit das harmonischer aussieht und alle Nägel ungefähr die gleiche Länge haben. Es sieht sonst blöd aus, wenn alle Nägel lang sind und einer ist kurz. Ich mag das nicht so gerne. Ja. Und das war es im Grunde genommen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein kleines bisschen Spaß gemacht, mir bei dieser kleinen Nagelroutine, bei der Wahrheit zu meinen Nägeln zuzuschauen. Vielleicht ist das ein bisschen krass gewesen, aber das ist nun mal die Wahrheit. Und ich bekomme so viele Zuschriften und alle möchten gerne Tipps von mir haben. Und ich würde euch gerne ein Wundermittel
zeigen oder ein Wundermittel empfehlen, wo ich sage, selbst die dünnsten Nägel werden damit stark und lang, aber das scheint es nicht zu geben und es ist halt eben schwierig. Da muss jeder für sich den richtigen Weg einfach finden, seine Nägel optimal zu pflegen und zu schützen und zu lackieren, sodass es schön und gepflegt aussieht. Aber ich glaube, an der Grundsubstanz kann man nicht wirklich etwas verändern. Und jetzt bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich bei Instagram besuchen kommt. Dort heiße ich Mamako Beauty. Ich habe aber auch einen zweiten Instagram-Account mit dem Namen More Mamako. Da geht es hauptsächlich um Outfits. Da gucke ich immer, dass ich täglich ein Bild poste, was ich so anhabe, meine Outfits. Und das ist so ein bisschen privater, weil es auch kleiner ist. Darüber würde ich mich auch sehr freuen. Und jetzt wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt mir alle gesund und ich sage bis zum nächsten Mal.